Hallo, ihr lustigen Freizeitstrategen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlestar Galactica Deadlock. Wo sind wir eigentlich? Neue Aufnahmesession, ich habe keine Ahnung. Ich habe inzwischen jetzt erfahren, weil es jemand von euch unten in die Kommentare geschrieben hat, wie ich zu den MK2 Vipern komme. Ja, das Spiel gibt mir leider darüber überhaupt gar keine Auskunft, außer dass es halt sagt quasi, dass man es in dem Augenblick, wenn man in den FTL übergeht, dass man die dann auswählen kann. Moment. Ich zeig das mal ganz, ganz kurz nochmal, wo das dran steht. Ne, das waren die falschen. Hier genau. Jede einer mit einem Geschwaderfeld kann beim FTL-Eintritt mit dem Geschwader Viper 2 ausgestattet werden. Das, ich habe mich immer gefragt, wann das sein soll. Ich dachte immer, FTL-Eintritt wäre es, wenn ich jetzt hier und dann auf Bestätigen und so, ne? Das ist für mich der FTL-Eintritt. Aber der FTL-Eintritt ist, tatsächlich damit gemeint, eigentlich wenn die Schlacht beginnt und die Schiffe reinspringen ins System, das ist damit gemeint. Oh, was ist denn da oben los? Die sind anscheinend fertig. Ich sollte mal dringend da hochspringen. Das ist damit gemeint, also mit FTL-Eintritt. Ja, das muss man ja auch erstmal wissen. So, wir machen jetzt hier Sprung und springen dahin. Sprung bestätigen. Ist zwar teuer, aber kannst du nichts machen. Uns fehlt noch ein bisschen Geld. Ist klar, jetzt kommt da schon wieder eine Frage. New Adamant has been deployed. Wir haben eine neue Adamant. Yeah. Okay, das ist gut. Transfer. Ja, hier geht's gar nicht rein. Ich wollte die eigentlich die andere Flotte mit übernehmen. Dann warte mal, dann machen wir es anders. Denn was ist das hier nochmal? Das ist eine Dingenskirchens. Okay, schließen. Wir brauchen dringend hier mehr Flottenpunkte, damit diese Adamant da rein kann, weil ich... Unser Hauptproblem ist immer noch, dass wir brauchen eine Strike Fleet. Also, das ist die hier. Und wir brauchen eine Defense Fleet, um die Werft zu verteidigen, die Daedalus. Aber dafür ist diese Admiralin hier einfach immer noch zu noobig. Und sie macht einfach auch keine Level, weil ich es mich einfach zurzeit nicht traue, mit ihr irgendwie großartig etwas zu tun. Jetzt ist halt die Frage, und befördern ist halt... Ach nee, ich kann sie sogar befördern. Stimmt, das habe ich noch gar nicht getan. Hm, nur für das Flaggschiff. Na toll. Ah, das ist ja mal der sinnloseste Skill aller Zeiten. Oh, scheiße. Kommt danach? Nee, nur für Flaggschiff. Oh Gott, ey. Das ist ja mal die sinnloseste... Skillreihe, die man sich nur vorstellen kann. So ein Sheet. Ja, was willst du machen? Das scheint für alle zu gelten. Also rein damit. Was ist eigentlich mit ihm hier? Kann er sich auch leveln? Er kann sich leveln. Ja, das habe ich fast vergessen. Ja, dann gebe ich ihm jetzt halt das hier. Das hatten wir schon mal, glaube ich, alles definiert gehabt, bloß wieder vergessen. So, was bist du für eine Flotte? Zylonische Flotte. Zylonische Flottengruppen. Wäre halt geil, wenn man irgendeine Form von Aufklärung hätte, ne? Huidede. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich will da oben natürlich diese Mission machen. Kostet mich 210 Zylium. Zurück. Und ich muss natürlich den Kollegen hier davon abhalten. Ich habe ja gerade erst angefangen. Ich kann ja laden. Ich bin inzwischen auf dem Standpunkt, dass ich einfach wirklich eiskalt sage, ich kann ja laden, wenn die Welt untergeht. Richtig? Cylon Strike Group has been detected. Ja. Schön. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir geschrieben wurde. Ich kann jetzt hier... Ach ja, das muss man... Wisst ihr, das Spiel sagt dir das halt aber leider nicht. Das Spiel sagt es dir nicht. Warte mal, wir sehen hier, die haben mehr... Was? Die machen mehr Schaden, aber halten weniger aus. Oh Gott. Das ist... Die probieren wir jetzt halt einfach mal quer durch die Bank aus. Lenkrakete oder Torpedo? Tja, das ist eine gute Frage.
Nutzschiff mit elektronischen Gegenmaßnahmen. Was tut denn das? Das kenne ich noch gar nicht. Die Nutzschiffe der Raptor-Klasse werden hauptsächlich für den Personentransport und bei Aufklärungsmissionen eingesetzt. Sie verfügen über eine Reihe von elektronischen Gegenmaßnahmen und können an verbündeten Einheiten angedockt werden, um deren Firewalls zu stärken. Ah! Okay, Firewall-Schiffe. Ja, wie gesagt, das muss man halt auch erstmal erklärt bekommen. Leider gibt es dafür keine Erklärung. So, wir versuchen jetzt hier mal. Ich tue jetzt mal hier Torpedos rein. Wir probieren das jetzt mal bei einer Manticore mit den Torpedos aus. So, und wir trapieren unsere Schwillis einfach jetzt mal um das Ganze hier herum. So tief wie möglich. Dahin. Dich tue ich ganz nach oben. Und dich nicht ganz so weit nach oben. Gut, fertig. Dann habe ich ihn nach links, nach rechts, nach geradeaus. Freiheiten. Prepare to jump in 3, 2, 1. Wisst ihr, das hier ist für mich nicht der FTL-Eintritt. Für mich ist das hier der FTL-Austritt, weil ich komme ja an. Aber das kann man sehen, wie man will, ne? Also, wie gesagt, für einen Battlestar Galactica-Veteran ist das höchstwahrscheinlich anders zu bewerten. So, ich würde mal sagen, Z und... Ach, jetzt muss ich beide einzeln rauslassen. Okay. Dann machen wir das auch einfach mal so Z und Z und Z und Z. Gut, dann... Wenn ich 1 drücke, komme ich übrigens auch auf die da. Auf 2 komme ich auf das Ding jetzt da. Ich kann übrigens auch Turbotriebwerke verwenden. Könnte man eigentlich mal zeigen. So say we all. Aber dann kommen wir nur geradeaus. Damit leben wir jetzt allerdings mal. Wir machen jetzt einfach mal eine Runde Turbotriebwerke. Ich wurde darum gebeten, auch mal Turbotriebwerke zu zeigen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Haben wir halt noch nicht gemacht. Runter. Da können wir auch gar nicht so sehr die Höhe variieren, wie ich gerade feststelle. Understood. So, und du, mein Freund, bekommst natürlich auch noch Turbotriebwerke. Hab ich ja allen schon gesagt. Das dürfte eigentlich alles gar kein Problem sein. Der dürfte jetzt ordentlich weit kommen. Ja, das hört man, dass einfach hier nicht die Welt untergeht. Oh, ich liebe die Musik in dem Spiel. Ohne Witz, die Musik ist echt der Knall. Ah, nee, das sind gar nicht die Rumpfpunkte, das sind bloß die Anzahl an Schiffen. In den MK2ern. Okili, dokili. Ja, ich schicke die jetzt halt einfach wirklich aggressiv auf die drauf. Darf nachher nur nicht vergessen, die wieder auszuschalten, die Turbotriebwerke, ne? So, Ziel. Wir targeten mal. Understood. Eigentlich will ich... Ja, genau, mit denen da das machen. Nächstes Ziel. So. Ich targete weiter. Squadron target is confirmed. Bin mal gespannt, ob das jetzt auch merklich ist, dass die schneller sind. Ich frage mich gerade eben eine andere Sache. Manticore, du hast doch diese schicken Raketen. Genau. Ich probiere mal mein Glück. Feuer. Missiles on their way. Ob das funktioniert, ob ich das treffe vor allem. Die sind nämlich scheiß schnell, wie ihr seht. Jawohl, die haben getroffen. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Okay, wie viel Nachladezeit haben die? Auch 3 Runden. Aber wir haben auf jeden Fall dem schon mal die Front ein bisschen zerdeppert. So, das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Jetzt nehmen wir die Turbotriebwerke wieder raus. Und werden ein bisschen langsamer. Understood. Stattdessen gehen wir jetzt hier tatsächlich schon auf die Feuerreichweite. Und...
bereiten uns hier auf Schlimmeres vor. So, dann auf den Kollegen hier. Triebwagen raus, das hier rein. Understood. Und der letzte. Für den gilt das natürlich ebenso wie für alle anderen. Wobei. Ne, warte mal, ich mach das anders mit dem. Geil, ich kann sogar Vollreichweite und Turbo-Triebwerke gleichzeitig machen. Ah, ne, geht nicht. Dann wird automatisch deaktiviert, wie ich gerade sehe. Yes, sir. Okay, der soll also nochmal eine Runde fliegen. Okay. IFF confirms unit is hostile. Jetzt haben wir Kontakt. Oh. IFF confirms unit is hostile. Ja. Da. Die alle sehr, sehr hostile sind. Das habe ich mir irgendwie schon erwartet. So, Subsysteme müssen wir noch nicht reparieren. Ich bin ein großer Fan von dem Gedanken, gleich mal den gefährlichsten rauszunehmen. Understood. Davon bin ich ein echter Fan gerade eben. Einfach abfeuern, was geht. So, dann natürlich die Raketen. Das wäre XE. Satz mit X. Da ist hoffentlich gleich nichts. Also nichts mehr übrig, so gesehen. Wieder die X-Nummer. Und T. So, und du, mein Freund, du musst jetzt den Turbo rausnehmen und dafür die Bewaffnung hochfahren. Understood. Auch X. Missile tubes prepped. Und dann los geht's. Tja, funktioniert ja super mit dem gezielten Feuer auf. Ja, jetzt endlich. Manticore is taking damage. Habe ich mir schon gedacht, dass die Manticore jetzt Schaden nimmt. So, jetzt mache ich hier. Warte mal, jetzt muss ich dann doch wieder mal. Ich mache ein Wendemanöver. Weil ihre Frontpanzerung ist schon erledigt und ich habe keinen Bock, dass das Ding jetzt schon wieder kaputt geht. Das sind Dinge, die würden mich saumäßig nerven. So. Ich hoffe, dass das Ding jetzt hier drauf geht. Manticore is taking damage. Wie die Schaden kriegt, ey. Geradezu unwitzig. Komm, zerstört das Teil. Darf nicht wahr sein, es lebt noch. Oder beziehungsweise es existiert noch. Shit. So say we all. Yes, sir. Mal gucken, jawohl, die haben alle Feuer. Reichweite. Sag ich ihm. Weißt du was? Das Leben ist viel schöner, so wenn man weiter we weg all. Ist. Und ich sag ihm jetzt auch, dass es nochmal Torpedos abfeuern soll. Und zwar auf den anderen Freund da drüben. Der ist auch sehr, sehr langsam. Währenddessen die anderen hier noch Abklingzeit haben. So, der ist erledigt. Gehen sie jetzt auf den nächsten, nehme ich mal an. Genau, die fahren jetzt hier auf die Nemesis. Zumindest teilweise feuern sie auf die Nemesis. Ich will aber gar nicht, dass sie so sehr auf die Nemesis feuern. Oder auf der anderen Seite könnte man dadurch vielleicht sogar eine Nemesis schnell Understood. Rausnehmen. Yes, sir. Wir fangen mal an mit T, genau. Wir feuern auf die Nemesis. Was soll's. Jetzt habe ich keine Ahnung, wen ich schon bedient habe. Ah, okay, der war schon. Ich glaube, es habe ich alle, ne? Ja, genau. Immer dann, wenn es erstmal wegnimmt, dann hat man schon. So, also du ziehst dich halt jetzt echt mal aggressiv zurück. Ich habe keine Ahnung, hat er überhaupt seine Raketen abgefeuert? Hat er, glaube ich, ja. Hat aber irgendwie keinen Blumentopf damit gewonnen. So, jetzt macht hier diese Nemesis alle. Ich warte, dass da jetzt mal was passiert.
Okay, die haut ab. Also wir ändern das Ziel. Auf den Kollegen da unten. Yes, Commander. Dann drehen wir hier ein bisschen ein. Ähnliches Spielchen hier. Yes, sir. Aber wir können es auch wieder Raketen abfeuern. Missiles on their way. Wieder das Spielchen auf den Kollegen da. X auf den. Yes, Commander. X auf den. Und jetzt habe ich den da unten noch vergessen. Und auf den. Was mache ich mit dir? Ich glaube, mit dir kann ich tatsächlich jetzt mal den Turbo wieder rausnehmen. Und sagen, du schießt jetzt auf maximale Distanz auf Gegner. On it, Commander. Wir werden es gleich sehen, ob das klappt. So, das hätte ich gerne, dass ihr diese Raketen jetzt hier richtig grausame Dinge anrichten. Natürlich zählt da die linke Panzerung jetzt auch noch drauf. Man gönnt sich ja sonst nichts als Zylone. Ja, das muss ich jetzt akzeptieren, so wie es ist halt, ne? Ich mal, ob ich da irgendwie noch ein Ziel bekomme. Und wie viel Schaden der jetzt frisst. Der frisst auf jeden Fall genug. Der geht raus. Perfekt. Manticore is taking damage. Ja, die Manticore bekommt wieder Schaden. Unsäglich, unsäglich. Yes, sir. Das Ding hier dürfte auch nicht mehr allzu lange existieren. Ich fange ja schon mal an zu drehen. So say we all. On it, Commander. Ziele sind auf jeden Fall jetzt hier am Vorbeiflug diese Nemesis. Ne, diese Nemesis, please. Im Vorbeiflug bitte diese Nemesis zerstören. Kann die Adamant schon wieder schießen? Kann sie. Sehr gut. Torpedos drauf. Manticore is taking damage. Bum, bum, Manticore, bum, 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 bum. Down. Verdammt! Hat doch noch den Manticore verloren. Nervt. Nervt wie Hölle. Nervt wirklich wie Hölle. Yes, sir. Aber im Nahkampf sind diese Raketen saugeil, stelle ich gerade eben fest. Es ist eine taktische Entscheidung, ob ich im Nahkampf jetzt spiele. Oder auf Fernkampf schon versuche, mit den Lenkraketen zu treffen, ne? Das ist eine verdammt krasse taktische Entscheidung, die man da einfach mal so trifft. So, wir drehen uns hier natürlich ein. Jetzt gucken wir mal, ob wir da was treffen können. Auf die Distanz. Oder ob wir das dem Ding. Ah, nee, okay. Er kann auf jeden Fall schon mal schießen. Das ist schon mal sehr gut. Das dürfte auch sein Ende sein. Wenn nicht jetzt, dann in der nächsten Runde. Understood. Und ein paar Treffer reichen schon. Jawohl, gewonnen. Aber leider wieder eine Manticore verloren. Ach, das ist bitter. Aber wir verlieren keine MK2, oder? Das finde ich sehr befriedigend. So, wir können uns nochmal die Wiederholung am Ende angucken, weil wir haben nur erst 19 Minuten rum. So, da starten die Raider. Die sehen auch eigentlich auch ziemlich geil aus. Hui, das ist unser Raketenbeschuss. Das Krasse ist bloß, dass unsere Raketen, also das sind bloß vier, ne? Die Gegner, wenn die sowas abfeuern, dann kommt dann meistens gleich mal so gefühlt, keine Ahnung, 10 raus. Da platzt die Raider und haben wir so weg, die MK2 Vipers. Wahrscheinlich sehen die auch genau gleich aus. Optisch einfach ein Fest, muss man schon sagen. Wie wir dem eingeschenkt haben, ne?
Da schießt es noch wie so irre. Aber nicht lang. Boah, geil. Boah, die Dinger sind aber echt überbewaffnet, oder? Die Geschütze von den Teilen. Heftig. Ich hoffe bloß, dass wir jetzt genügend Erfahrung machen, um mit der Admirälin auch mal jetzt auf die nächste Stufe zu kommen, damit wir noch mehr Schiffe aufnehmen können. Dann können wir noch mehr Adamant bauen. Auf lange Sicht will ich natürlich auch endlich mal den Battlestar bauen. Hätte auch einen gewissen Fun-Faktor, den endlich mal zu besitzen. Das Spiel heißt ja schließlich Battlestar Galactica. Auch wenn wir die Galactica nicht sehen werden, aber es geht ja darum, dass wir auch mal einen Battlestar haben. Also die Explosionen, die sind schon geil. Und das war der letzte, wo wir nur mit einem einzigen erstmal schießen konnten. Und am Ende irgendwie auch gekriegt haben. Sweet. Ach, und das am Ende dürfen wir auch mal aus der Sicht dann dabei gucken. Okay, liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Adi.